habe eigentlich was Aufregendes für mich, eine ziemlich geile Neuigkeit. Ich habe mir heute ganz spontan bei Harley Davidson eine Probefahrt gebucht. Wenn ich nur ein Motorrad habe, dann doch lieber sowas hier wie meine Z, und die wollte ich ja sowieso immer haben, habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Die Wilma, die wird auch nicht weggehen. Die werde ich behalten, bis sie nicht mehr kann. Wenn ich sie mal abgebe, dann tausche ich sie auch gegen eine neue Kawasaki, gegen eine neuere Z. Ich sitze auf einer Harley. Alter, wie geil ist das denn bitte? Jetzt wird sie laut! Ich flipp aus! Wie geil ist das denn bitte? Leute, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, ich bin nur noch am Grenzen. Leute, das war genau das Richtige für mich. Mann, ey, was mache ich hier? Ehrlich, jetzt will ich so ein Ding haben. Ich kann denn, der Knopf ist der geilste! Wie ihr seht und hört, ich sitze wieder auf einer Harley drauf. Ah doch, die hört sich. Also wenn ich eine Harley hätte, die sich so anhört wie die jetzt hier, dann wäre ich auch vollkommen zufrieden, auf jeden Fall. Pornös, will ich einfach nur sagen. Also ich muss schon sagen, so langsam auch jetzt nach der, oder während der zweiten Probefahrt, dass Harley mich doch schon richtig fasziniert, wovon ich eigentlich nie ausgegangen bin. Aber das ist echt ein richtig gemütliches Fahren, also. Boah, das gefällt mir schon echt richtig gut. Ich muss schon sagen, also ich würde echt wirklich jetzt echt gerne Harley fahren. Endlich schupper ich durch die Gegend, Leute! Leck mich am Arsch! Einfach geil, ey! Mann, ist das sexy! Mann, ist das geil, Leute. Leck mich einfach. Also, hier, es vibriert alles hier. Ich habe heute was Spannendes zu berichten. ja, ich war heute mit meiner Frau in Holland. Ich habe da eine schöne Softail Heritage gesehen, oder Heritage Softail, ich weiß nicht warum. Irgendwie hat er die Abio gefragt, die ich auch anmachen kann in dem Verkaufsraum, hat er die angemacht, dann bin ich erstmal umgefallen. Jo, dann habe ich gefragt, wie ist er denn mit einer Probefahrt, soll ich lieber wiederkommen, weil ich habe auch keinen Helm, nichts dabei. Er sagt, das ist gar kein Problem, wir haben hier ein paar Helme. Und dann bin ich eine kleine Runde gefahren. Leute, das war richtig, richtig, richtig nice. Seitdem ich das erste Mal Harley gefahren bin. Wie lange ist das jetzt schon her? Ein Jahr, anderthalb Jahre, wo ich die 48 gefahren bin. Es war einfach mega, mega geil. Und für mich muss ich jetzt auch ehrlich sagen, dass hier die Carry, das Eisenschwein, der perfekte Einstieg sozusagen für die Gedanken, die ich jetzt die ganze Zeit habe, eigentlich waren, der ganze Umbau und das alles, um mir zu zeigen, glaube ich, so denke ich jetzt gerade zumindest aktuell, das könnte sich wahrscheinlich in einer Woche wieder ändern, aber es hat sich die letzten Monate und ich sag mal das letzte anderthalb Jahre nicht geändert, sondern eher verstärkt, dass ich wirklich nur noch der Shopperfahrer bin und ich immer wieder nur mit den Kompromissen lebe. Es ist keine echte Harley, auch wenn ich hier jede Schraube kenne und alles und noch lange nicht perfekt, weil hier gibt es so viele Macken, Leute. Ich möchte eine echte Harley haben. Warum mich mit einer Kopie zufrieden geben? Versteht ihr, wie ich meine? Und es muss auch sowas sein, wie Carry das einfach ist. Und das wird halt so ein Software Heritage World King Teil sein.